Piggy ist aufgewacht. Ich bin Piggy. Attacke! Buff! Da hab ich dem Diego als über Nischel gegeben, Alter. Direkt K.O. Ja, was ist das für ein Noob? Junge, du checkst das Game nicht, Alter. Bleiben Sie stehen. Woher da, halber Engel? Leute, herzlich willkommen. Hey, meine Rabauken. Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Allein, denn Ebro muss sich auf eine Klausur vorbereiten. Wir wünschen ihr sehr viel Glück, dass sie die erfolgreich bewältigt und rockt. Und wir spielen eine Runde Piggy Escape. Das heißt, wir sind Piggy. Die anderen Hey, Bro, wie hast du die Tür zugemacht? Wie kann ich die aufmachen? Ah. Die anderen Spieler sind die Eingesperrten und die müssen aus dem Haus entkommen. Ist so ein bisschen wie Granny. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Das heißt, wir platzieren hier eine Falle. Ja, das heißt, sie können den Schlüssel nicht so ohne weiteres holen. Problem ist, ich weiß nicht, wie man aus diesem Wow, Alter, lecker Pizza. Ich weiß nicht, wie man aus diesem Haus entkommt. Und deswegen Oh mein Gott, die haben die Tür schon auf. Oh nee, das ist zum Glück nur. Das ist zum Glück nur ein Hinterhof. Ich dachte, die sind schon entkommen, Alter, ohne Witz. Alter, vielleicht, wenn ich mich hier in der Ecke verstecke, das ist doch klug, oder? Aber ich sollte so, dass nichts durchguckt. Ich sollte, dass der Basie durchguckt. Ja, wo bin ich wohl? Okay, komm, keiner. Na, einen habe ich ja schon erledigt. Das heißt, wir haben noch drei Gegner. Weil vier sind es insgesamt. Einen haben wir K.O. gehauen. Na, der Engel auf jeden Fall. Oh ja, was auch, ich habe mal Glück. Oh, die ist doof! Boom! Ey! Schlag zu, Piggy! Oh nein. Ich war nicht nah genug drin. Wie sie wegrennt. Oh, ich verdammt, ich wollte abkürzen. Ja, jetzt macht sie wieder diesen Trick hier. Ja, ich bin da. Ah. Oh nein, ich dachte sie. Ja, die wollen hier runter, sobald ich. Ich bin echt doof, Alter. Ah, oh, ich hab's. Hat geklappt, Mann, aber auch nicht. Oi, Piggy, lauf mit deinen kleinen Schweinsfüßen. Oh Gott, da kam gerade einer. Sie hat die Tür. Oh Mann, das war. Mann, ey. Es ist gar nicht so leicht, als Piggy Leute zu. Wir müssen mehr Fallen legen. Wir müssen das vor allem in die Türen reinlegen. Und dann diese komische. Hey, Bro! Aber die kommen auch nicht so wirklich weiter. Die rennen zwar jetzt erfolgreich weg, aber so richtig checken, was wir hier machen müssen. Hätte die mich gerade verspottet, Alter? Ah, warte. Sollen sie mal zeigen, was sie können? Hier, ich kriege euch. Ich mich da nicht. Oh nein, es klettern die da durch. Da komme ich nicht durch, ne? Also, man muss auf jeden Fall hier eine Planke hinsetzen. Das erkenne ich. Aber ich bin ja kein Spieler. Also mache ich da gar nichts, Alter. Frage ist, wo kommen die jetzt raus, wenn sie da durchklettern? So gut kenne ich mich in dem Haus jetzt hier leider auch nicht aus. Und wo ist dieser Noob sich? Ah, Schlüssel. Ich habe wohl bald keine Fallen mehr, das ist das zweite Problem. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung jetzt schon mal da lasst. Wenn ihr auch erstaunt... Ah, hier kann man raus. Wenn ihr auch erstaunt seid von meiner heftigen Piggy-Performance hier. Ich würde es verstehen. Ja, die ist ziemlich heftig. Wie viele Spieler sind da noch? 3, 4. Einer ist K.O. 3. Oder habe ich schon 2 erwischt und es gar nicht mitbekommen? Also, glaube ich nicht. Hätte ich ja wohl gecheckt, Alter. Aha! Ja, jetzt seid ihr am Arsch. Kann ich hier drauf springen? Nee, ist leider nicht möglich. Okay. Oh nein, das war doof. Ich hatte sie. Ich hatte sie. In die Falle. Oh, vorbeigerannt. In die Falle. Boom, jetzt habe ich dich, Alter. Die sind mal zusammen weggerannt, ey. Ohne Witz, voll gemein. Kann ich mich hier runterbacken? Nee. Also ich fasse zusammen. Die sind zwar ganz gut im Wegrennen, aber die haben gar keinen Plan davon. Was sie machen? Oh. Oma, man kann aus dem Fenster raus? Ey, come on. Ich bin quasi. Ich atme hier in den. Ey, das darf ja wohl nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Warte. Trick. Oh, Mann, ist klar. Wieso folgt die mir? Wir fighten gerade. Okay, leider nicht geklappt. Boom, ich hab dich, Alter. Mit mir spielt man nicht. Game over. Piggy hat easy gewonnen, die Bude. So läuft das. Erste Runde für uns. Wir haben 15 Piggy Points geholt. Jetzt Runde 2. Let's go. Jetzt gibt es die Rückrunde. Das ist der letzte Place, der letzte Ort, an dem dieses komische Schwein gesehen wurde. Das ist natürlich... Ach, wir sind Polizeikommissar. Wir sind Polizist.
Wieso haben wir keine Uniform und wieso verdammt haben wir keine Knarre? Wir waren im Horrorschwein gejagt. Ja, okay, wir sind ja auf jeden Fall eingesperrt und versuchen jetzt irgendwie auszubrechen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall viel mehr. Dadurch, dass ich ja selbst gerade das Schwein war. Grün. Merken. Im Kopf abspeichern, Benson. Grün. Du brauchst dort grün. Oh nein, uiuiui. Okay, Keller. Im Keller gibt es eigentlich immer ein Item. Orange merken. Orange, Ben. Grün und orange. Und hier gibt es kein Item. Ah, ja, ja. Ist jetzt hier nicht draußen gespawnt? Mein Gott, Alter, das war ja abnormal letzte Rille. Grün, orange. Wie soll ich mir das merken, wenn die Einschritte... Oh Gott, ey, oh, wie kann der überlebt haben? Kann man so viel Lack haben, Alter. Grün, orange, rot. Okay, grün, orange, rot. Ja, ist ja schön, aber... Okay. Na, ein paar Spots kenne ich inzwischen schon, aber... Ah, hier draußen sind welche, weil hier draußen jetzt hier fast ging. Nee, in dem Spot liegt auch nichts, dann hinter dem Brunnen. Auch nicht. Hey, das sind alle Spots, die ich kenne, Bro, jetzt türkis. Ich habe jetzt schon wieder alle Farben vergessen. Scheiße. Vielleicht haben die ja schon die Items aufgesammelt. Das ist eigentlich die... Warte, hier ist auch noch ein Spawn. Ja, auch nichts. Okay. Ja, muss ja dann... Haben die... Also sieht nicht so aus, ob die einen Schlüssel haben, ehrlich gesagt. Das ist alles ein bisschen verwirrt. Ah, der hat die Holzplanke. Gut, der hat die Holzplanke. Wie auch immer der die bekommen hat. Wir gehen nach oben. Nein, nein, wir gehen doch nicht nach oben. Warte, wie trickst man die jetzt aus am besten? Oh. Der hat den roten. Okay, wir nehmen den... Ah, was hier? Hammer. Hammer ist wichtig. Wir nehmen Hammer. Damit machen wir schon mal diese Dinger hier weg. Da haben wir auch ein bisschen was zu beigetragen. Checkt ihr das? Ah! Tür zu. Tür ist immer OP, Alter. Tür ist OP. Ja, guck mal, wie heftig das auffällt. Jetzt können wir hier nämlich rumrennen und können ganz easy diese zweite Plank auch wegzimmern. So, Hammer. Oh Gott, Hammer. So, okay. Übrigens, das Nummernschild. Also wir haben ja ein Nummernschild gefunden. Das ist kein Nummernschild, das ist eine... Rot, der hat rot. Mach auf die Bude. Türkis. Und hier unten ist noch dieser Schraubendreher. Nehmt den Schraubendreher mit, Leute. Habt ihr den? Ich hoffe doch. Was haben wir hier? Da, Schraubendreher, macht direkt Code. Oh, jetzt müssen wir heftig spielen. Oh, da ist noch ein anderer Schlüssel. Hier muss man noch viel machen. Okay, egal. Darum gibt es noch viel zu machen. Du kannst diesen Schraubenschlüssel nehmen, kannst damit das Codefeld deaktivieren und kannst damit noch an die Tür gehen. Also da kannst du eine Menge machen. Wir machen das mal hier. Hier ist tatsächlich echt nichts drin. Das ist äußerst enttäuschend. Aber hier müssen wir diese Zahnräder auch noch aktivieren. Ich glaube, damit die... Ah, nee, die Zahnräder müssen wir aktivieren, glaube ich. Damit sich dieser Brunnen, damit der nach oben geht, weil da ist dann auch nochmal ein Item drin. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall safe danach ganz oben, weil da gab es noch richtig viel zu machen. Ich hoffe, dass keiner den Schraubenschlüssel genommen hat. Okay, der hat den lilanen Schlüssel, den brauchen wir aber, glaube ich, jetzt aktuell nicht. Roter Schlüssel, da ist er, das. Okay, roter Schlüssel ist auch noch wichtig, muss mal gucken, aber erstmal mache ich hier. Ah, dann gehen die Laser, glaube ich, aus, ne? Weil hier geht dieses Kabel lang. Sind die Laser aus, oder? Was gucken? Aha! Hammer. Orange. Was brauche ich orange, Alter? Aber da kann ja noch keiner gewesen sein. Weil ich hab, da war auch noch ein Hammer, ein zweiter Hammer oder so. Okay. Wo kann ich jetzt... Ach, warte mal, in dem Keller ist doch immer noch so ein Schloss, ne? Was ist hiermit? Nee, kann man nicht gebrauchen. Aha! Auf die Butze. Oha, nochmal. Oh, hier war ich noch nie. Zahnrad. Und Munition für die Knarre, damit man die abschießen kann. Noch mehr Munition. Oh, ja, ja. Aber wir haben die Waffe. Wir haben die Waffe nicht zu der. Okay, ich liefere erstmal das rote Zahnrad ab. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt mehrere abliefern muss. Oder ob eins reicht. Ist ja so bitter, wenn ich jetzt erwischt werde. Ich mache no joke die ganze Arbeit. Abgeliefert. Okay, das hat jetzt erstmal noch nichts gebracht. Wir sind, glaube ich, gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit, aber es ist schwer. Ich würde sagen, wir brauchen den Hammer. Wir gehen nochmal nach oben. Ich hatte doch gerade was gesehen mit dem Hammer. Okay, da ist das Piggyheimer-Vieh. Rot und Türkis. Na, hier gab es doch noch ein Item. Ja, ja, den Hammer, genau. Wenn ich eigentlich dachte, dass ich schon mal einen Hammer hatte. Ich hatte doch schon mal einen Hammer. Ich habe doch vorne diese Planken weggemacht, oder nicht? Egal, wir machen aber mit einem Hammer mal Folgendes, Leute. Pass mal auf.
Nämlich mal das hier. Aha. Und jetzt kann man nämlich hier zu diesem Tresor, das ist auch nochmal neu. Ah ja. Aha, nochmal ein Zahnrad. Und hier braucht man diesen lila Schlüssel, der ist dann auch wieder oben. Ah, jetzt ist dieser Geheimgang, den nehme ich auch auf. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch alle. Ah, jetzt leuchtet das. Jetzt ist der Brunnen oben. Silberner Schlüssel. Ey, ich mache das hier mal Alleingang, Leute. Ohne Witz. Aber meine Teammates lenken auch gut ab. Ich bin nicht einmal auf das Schwein getroffen. So, also ganz am Anfang einmal. Kann ich gar nicht hier aufmachen, oder? Oh ja, ja, Alter. Jetzt braucht man nur noch. Real Talk, wir brauchen nur noch diesen Code. Und dieser Code ist in diesem Tresor. Und für diesen Tresor brauchen wir die lilane, den lilanen Schlüssel. Und der lilane Schlüssel ist hier oben, das weiß ich ganz genau. Okay, vielleicht habe ich mich auch gehört. Aber ich meine, ich habe den schon mal gesehen. Hier? Nee. Das ist ein goldener, den hat auch noch keiner. Den braucht man auch noch. Ich nehme mal den goldenen mit. Ja, gib mir noch den goldenen. Jetzt haben wir den goldenen. Das braucht man ja auch für... Okay, jetzt tatsächlich leider kein lilaner. Aber ich bin mir sicher, dass ich schon mal einen lilanen gesehen habe. Aber warte mal. Ah! War der die ganze Zeit schon da? Oh Gott, erschreck mich nicht so. So, wir gehen hier durch. Den goldenen braucht man, glaube ich, auch noch, weil den haben wir noch nicht benutzt. Aber ich mache jetzt erstmal hier diesen Tresor auf. Nein, das geht nicht. Ah doch. Ah, hier ist die Pistole. Dann kann man die abknallen. Okay, wir haben eine geladene Pistole. Das ist jetzt schon mal nicht ganz schlecht. Aber wir sind nicht ein weiter... Ah, goldener. Ah, der war doch der goldene. Der hat nicht den goldenen weggenommen. Perfekt. Wir gehen zurück. Pistole brauchen wir doch nicht. Oh nein. Wo habe ich den goldenen hingelegt? In der Küche. Der liegt in der Küche. Aber ich würde die eigentlich vorher gerne mal abschießen. Ist die hier gerade zufällig irgendwo? Wir sind ja doch krank im Zeitdruck. Ne? Okay, scheiß drauf. Wir sind heftig im Zeitdruck. Gold. Jetzt hier durch. 2 Minuten noch, Alter. Ich glaube, wir haben es aber fast. Wir brauchen halt nur noch den Code. Und dann heißen wir mal durch. Hoffentlich campt die jetzt nicht hier. Ja, sieht das frei aus. Ich habe die ohne Witz nicht. Ich habe die voll selten nur gesehen. Ne? Oh nein, oh nein. Jetzt, wo ich ganz kurz vorm Code bin, oder was? Zum Glück kenne ich die Map auswendig, wie in meiner Westentasche, ey. Hab ich studiert. Ist hier lang? Hier lang? Hier lang? Okay, ich bin mega den Umweg gelaufen. Ich bin dumm. Ich kenne die Map doch nicht. Nein, Alter, als ob die jetzt im richtigen Moment da ist. Ey, bitte, dass niemand diesen Code genommen hat. Die checken das doch vielleicht nicht. Okay, er ist noch da. Gut, gut. Wir gehen los. Ja, wir haben Code. Den geben wir jetzt hier ein. Niemand da. Sehr schön. Offen! Ja, Mann, ich bin entkommen, Alter. Und das war wirklich fast im Alleingang. Die anderen haben echt nur... Na, sie haben gut abgelenkt. Das war auch nice. Aber ich hab's gelöst, Alter. GG. Geil, 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 geil. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für einen zweiten Teil zusammen mit Ebro. Abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt. Und ihr könnt jetzt auf die Mitte des Bildschirms drücken, um direkt zur nächsten Episode zu kommen. Wir sehen uns dort. Haut rein, euer Benson. Ciao.